So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ihr seht hier den Xentopella Fentana, bla bla bla, in seiner vollen Pracht. Ich habe ihn schon ein bisschen modifiziert, ihr seht schon, hier unten ist eine Stage dran, extra noch. Ich habe hier das oben angedockt, mit vielen Struts festgemacht. Wir haben unten, ich scroll nochmal runter, weil ich schlau bin, hier einige Docking Ports für später, weil das wird ja alles gejettet sind, bedeutet, das existiert nachher auch nicht mehr. Was wir jetzt noch machen müssen, sind die Solarpaneele anbringen für den Flug und alles ein bisschen verbessern. Denn das ganze Teil muss ja self-sufficient sein, rein theoretisch. Und ich habe hier halt, das ist wie gesagt relativ simpel gebaut, nicht wirklich eigentlich auf Dauer gedacht zum Fliegen. Aber es soll ja trotzdem da oben einige Zeit überleben, deswegen werden hier dementsprechende Sachen einfach angebracht. Solche Stromfäden ziehen wir jetzt hier und was wir auch machen ist simplen Life Support anbringen. Bedeutet, oha, die sind echt groß, die hätte ich kleiner erwartet. Dann bringen wir die seitlich hier an. Hier drunter kommt jetzt die Verbindung. Und dann kommt hier die drunter. Das sollte reichen auf jeden Fall für eine gewisse Zeit, bis wir halt wirklich alles andocken können. Was dann auch noch hier mittig dran kommt, sind nochmal Docking Ports. Wo sind sie denn? Wo sind sie? Kopplung, hier. Nehmen wir die großen. Und das sollte es sein. Ihr seht schon, ich habe ja auch das Staging ein bisschen geändert. Hier geht es links, rechts alles. Wir müssen die hier nochmal auf hoch ändern. Auf hoch bitte ändern. Genauso die Triebwerke anpassen. Wir wollen ja genug Zündungen haben. Es ist zwar alles geskriptet diesmal. Und ja, ich sage geskriptet. Ich habe ein Orbit-Skript geschrieben, mit dem wir vielleicht in der Zukunft einiges mehr machen können. Das passt dann nach hoch. Hier, komm, hopp, gescheit. Mit dem wir in der Zukunft arbeiten können, hoffentlich. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Was habe ich vergessen? Ich habe sicher irgendwas vergessen. Irgendwas habe ich doch wieder fix vergessen. Funk wollte ich noch einen Teil dran bauen. Irgendwas für den Funk. Einfach damit wir was haben, wenn es notwendig wird. Und dann noch die dementsprechenden Stages einstellen. Was sind das? Oder wo sollen die hin? Ach, die wären Originalverbindungen gewesen. So, die gehen hier hin. Und jetzt müssen wir noch schnell Stages einstellen. Das hat einen ganz simplen Grund. Das ganze System hier hat auch Staging eingebaut. Ausfahren. Ich weiß nicht, warum hier ein- und ausfahren zum Beispiel nicht gibt. Das verstehe ich absolut nicht. Hier ausfahren. Und ausfahren. Und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach an den letzten Verbesserungspunkt mit, damit ihr seht noch, wie beim Bau das Teil aussah. Falls das schief läuft, wisst ihr, dass es hoffentlich nicht ich war. So. Dann kommen die raus. Crewmäßig, was haben wir dabei? Pilot, Pilot, Pilot. Wir tun mal einen Piloten raus und einen Wissenschaftler mitnehmen. Vielleicht kann er irgendwas herausfinden. Wir speichern das Ganze. Und dann gehen wir mal auf Startfeld. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Ihr seht schon unten, wir haben mehrere Stages. Insgesamt um die 2500 MS alleine in den äußeren Stages verbaut. Es sind ein paar weniger geworden, weil es ja letztes Mal relativ gut funktioniert hat. Und mein Plan wäre, das Ding auf so circa 90, 95.000 Meter zu setzen. Schauen wir mal, wie gut das mit dem Skript funktioniert. Es sollte eigentlich gut funktionieren. Eigentlich sollte es gut funktionieren. Wir sind, also es ist, wie gesagt, Orbit Alpha. Es ist meine erste Orbit-Skript-Version. Ohne irgendwelche Funktionen und irgendwas, sondern einfach wirklich reiner Text, der mit If-Sätzen abfragt, was aktuell der Status ist. Weil ich aktuell immer mit dem gearbeitet habe. Und ich, wie gesagt, ich trainiere damit noch. Ich habe viel aus meinem alten Hover-Skript genommen, was einigermaßen gut funktioniert hat. Genauso wie die globalen Konstanten und alles. Ja, und es wird wieder mal ein nachteiliger Start. Kann ich da bitte einmal vorspulen? Einfach nur so ein bisschen. 2 Stunden ist ja nicht viel. Könnte es bitte Tag werden? Die Zuschauer wollen was sehen. So. Alles ready. Wir haben hier oben unseren kleinen Block verbaut. Open Terminal.
Jetzt machen wir einmal Switch to Zero. Wer sich wundert, was das ist Kerbal Operating System oder kurz COS. Im Grunde, du kannst deine eigenen Skripte schreiben, die dann zum Beispiel auch funktionieren könnten wie MechJab oder sowas. Weil wir machen jetzt Run or Bit Alpha. Ich schaue darüber, weil da steht, ist das Skript. Dann machen wir die Klammer auf und dann können wir jetzt in die Klammer setzen, wie hoch der Endorbit werden soll. Wir wollten ihn auf, machen wir mal 90.000, vielleicht ist eine gute Zahl. 90.000 eingegeben. Wenn ich jetzt Enter drücke, wird das Skript ausgeführt und es wird einen lauten Knall wahrscheinlich geben, so wie es kennen wird. Deswegen gehen wir ein bisschen weit weg und ihr werdet sehen. Ich drücke nichts. Ihr seht, da oben steht Liftoff. Und jetzt nach kurzer Zeit macht er ein Rising to 2000 Metern. Bedeutet, Alter, nein. Gib mir kurz, ich würde gerne in den Einstellungen Raumfahrzeug die Lautstärke nochmal runterdrehen. Mal 15 übernehmen, annehmen. Ah, um einiges angenehmer. So, ihr seht jetzt, da oben steht Rising to 2000 Meter. Da habe ich beschlossen, will ich anfangen, langsam eine Kurve einzuleiten. Ich fand 10.000 ein bisschen zu hoch mit dem Skript, mit der aktuellen Funktion oder mit der aktuellen Berechnung, wie stark er kippen soll, fand ich 10.000 ein bisschen zu knapp. Ich fand es eher cool, dass er auf 2.000 macht, warum er es jetzt auch immer schon jetzt macht. Ah, ich habe gleich nochmal das Skript geändert, kann es sein? Ich habe gleich nochmal was umgeändert an dem ganzen Ding. Wie gesagt, teilweise sind die Texte voll veraltet noch und ich habe eigentlich irgendwas abgeändert wieder. Aber ihr seht, jetzt steht Rollover in Progress und ihr seht auch unten, dass langsam das Ganze abändert. Und rein theoretisch, ich hoffe, das funktioniert mit solcher Art von Stages, habe ich noch nie probiert, sollte jetzt Staging dann machen. Ja, er hat runterdreht und instant das Staging eingeläutet. Und wir sind gestaged. Haben wir irgendwie einen Schaden davon genommen? Nein. Alter, schaut euch mal das an, das schaut richtig geil aus. Und wie gesagt, ich drücke nix. Ich mach nix. Das Ding fliegt von selber. Von mir geschrieben. Ist, wie gesagt, alpha-mäßig noch unterwegs. Bedeutet, ich kann das noch um einiges verbessern. Der Orbit Burn ist noch nicht perfekt. Die Berechnung ist schon relativ gut. Die finde ich gut, aber die ist halt nur für den aktuellen Orbit genial. Und nur so, dass er vom Abapsis macht, bedeutet, er berechnet nicht den kompletten Länge von durch, sondern ich habe gesagt, Apoapsis ist der höchste Punkt, berechne dort und mach fertig. Vielleicht nicht das Schlauste, aber wie gesagt, normalerweise tust du auch für jede Rakete einzeln ein Programmskript schreiben. Habe ich jetzt nicht. Aber hey, so, schauen wir mal. Wir sind jetzt aktuell Apoapsis noch nicht so hoch, wie ich es mir erhofft hätte. Aber es schaut eh alles relativ gut aus. Die ganzen SGVs stehen in einem super Bereich. Alter, fast schon beim 2er SGV. Die Rakete funktioniert besser, wie er hofft. Also ehrlich gesagt, muss ich echt sagen, ich habe die schlechter erwartet, nachdem ich nochmal umgebaut habe. Ich habe, wie gesagt, einfach nur losgebaut jetzt. Das Skript kommt eigentlich aus meinen Testspielen, wo ich wirklich skripte die ganze Zeit. Da habe ich dann auf einem Monitor Kerbal Space Program und auf den anderen zwei Bildschirmen habe ich Skripts offen oder auf einem Bildschirm die Online-Anleitungen genau für die Skriptsprache, weil Coast ist ja im Grunde eigene Sprache. Und dann schreibe ich, Testfliege und das kann den ganzen Tag aufnehmen. Dann kommt am Ende sowas raus. Aber es wird in Zukunft mir für bestimmte Projekte einfach einen Vorteil bringen. Jetzt müsst ihr gleich nochmal runtersetzen. Jetzt. Und wir stehen auf zwei Stages allein noch. Okay, dafür gibt es jetzt... Okay, das ist natürlich jetzt Kacke. Na fuck, das Skript hat noch alles unter Kontrolle. Das Skript hat jetzt alles unter Kontrolle. Fuck. Okay. Ne, was soll ich jetzt machen? Orbital? Nein, folgen. Arretiert, Auto, so. Also da seht ihr schon, das war relativ einfach noch. Zurücksetzen. Auf Start. Das sind die Sachen, die man halt jetzt nicht predikten kann. Das ist jetzt schade, dass es nicht so funktioniert hat. Aber wie gesagt, da hätte ich jetzt zum Beispiel ein Rollover-Project machen müssen. Speziell für diese Rakete, wo er sagt, okay,
Meine nächsten Städte sind links und rechts. Dreh dich und spreng sie dann erst ab. Habe ich jetzt nicht. Aber da können wir noch einen Trick einbauen. Das werden wir jetzt noch machen. Weil, wie gesagt, ich will euch ein bisschen so auch die ganzen Mods einführen, die wir hier haben. Und das ist ja einer davon. Koz ist einer von denen, die ich finde, sind am geilsten. Sie machen ein cooles Gefühl. Vor allem, wenn es darum geht, eigenfliegende Raketen zu machen. Und mein Plan wäre in Zukunft, ein automatisches Flugsystem zum Mann zu machen und zur Versorgung zu führen. Bedeutet, ich tue einfach die Raketen starten, drücke auf Enter und kann mir schön Frühstück machen gehen, während die Raketen halt meine Versorgung vornehmen. So, wir müssten Mini-Booster haben. So ganz, ganz kleine Booster. Ich glaube, du würdest es auch tun. Jetzt kommt eine ganz, ganz blöde Idee. Ich weiß nicht, wie gut es funktionieren wird. Aber wir bauen die sozusagen in die Stages ein. Und ich sehe jetzt schon, dass ich überhaupt nicht damit zurechtkomme. So, warte mal, das passt aber relativ. Die sind gut aligned. Okay. Jetzt hat. Heißt es, das Ding nach außen drehen. So. Und ja, ich tue es in die Stage reinbauen. Aber das ist jetzt, weil wir noch nicht die haben, die ich eigentlich haben würde, wollen würde, gerne. So. Da drin ist das Teil jetzt. Genauso kriegt es hier unten Teile dran. Zack. Und wird dann dementsprechend auch noch ein bisschen reinversetzt. Einfach damit es auch dementsprechend gut ausschaut. So, zack. Und jetzt müssen wir diese Booster, wo sind die denn gerade? Hier. Dementsprechend noch natürlich sortieren, wo die hingehören. So, das sind jetzt die oberen. Wo fangen wir an? Es geht von da nach da. Bedeutet, die ersten, die wir brauchen, sind die links und rechts. Du nicht, du nicht. Dich brauchen wir, dich und dich nicht. Ihr geht hier rein. Als nächstes sind die zwei schräg. Und jetzt kommt der Spaß, den ich immer hasse, herauszufinden, welcher welcher ist. Aber es geht. Also verkacke ich bei sowas immer. So. Zwei Booster hier, zwei Booster hier, zwei Booster hier. Jetzt kommen die unteren. Wir fangen wieder mit den seitlichen an. Richtig, falsch, falsch. Richtig, falsch, falsch. Wir sehen spätestens, wenn die Rakete wieder in die Luft fliegt. Was war die nächste Stage? Ja, das war schon. Richtig, falsch, richtig, falsch. Zack. Zack. Dann würde ich mal sagen, speichern. Und wir gehen wieder auf die Startbahn. Das Ding geht heute auf jeden Fall in den Orbit. Und wie gesagt, das sind halt diese Tweaks, die man dann überlegen muss, okay. So ein allgemeines Skript weiß nicht, wo welcher Booster dran ist. Das Ding ist so geskriptet, dass rein theoretisch jede Rakete damit fliegen kann. Es hat keine Info drüber, wann es stagen soll, sondern es muss selber herausfinden. Okay, meine Stage ist leer. Ich stage jetzt. Was das Ganze natürlich noch ein bisschen komplizierter macht, weil sonst könnte ich einfach eine Reihe schreiben, okay, du tust jetzt hochboosten, tust das machen und in der Sequenz irgendwo solltest du stagen können, also wenn es auf Null fällt, stage. Das geht nicht. Das ist das Problem, Leute. Ich habe eine Dauerabfrage für Stagen, was ziemlich dumm ist, dass ich einen Schutz einbauen musste, dass wenn RMS auf Null sind, dass er nicht auszusehen nochmal staged. Weil sonst kommen da blöde Sachen raus. Wir spulen wieder vor. Das habe ich wieder total vergessen, dass wir vorspulen müssen. Sonnenaufgang, bitte. Aber das soll ingame 2 Stunden sein und trotzdem spult er mit mal tausende Ewigkeit vor. Wir können ja schon mal währenddessen das Skript wieder starten. Achso, ich darf im Speed-Up darf ich das nicht machen. So, jetzt machen wir hier wieder Open Terminal. Du schaust sehr interessant aus, mein Freund. Switch to Zero. Und dann Run Orbit Alpha. In Klammer. Was haben wir gesagt? 90.000, ne? 90.000. Punkt. Nie den Punkt am Ende vergessen. Das ist der Horror, wenn du ihn vergisst. Los geht's.
Und wir haben Liftoff. Normalerweise kannst du viele Daten ausgeben lassen. Fluggeschwindigkeit, alles drum und dran. Das habe ich bei meinem Hover-Skript oft das gemacht, dass du siehst, dass du halt debuggen kannst. Bedeutet, du hast gesehen, okay, was hat er jetzt nicht ausgerechnet? Wo hat er jetzt gesagt, okay, hier muss ich bremsen? Oder wann hat er sich berechnet, dass er zum Beispiel auf den Boden aufknallt? Und damit konntest du deine Berechnungen oder deine Formeln, die du selber... Also ich habe halt meistens die Formeln irgendwie selber versucht herauszufinden oder mir herbeigefroren, wann circa das landen wird und wie berechne ich das und bla bla bla. Und dann hast du das alles in dem Skript eingegeben und hast dann nochmal getestet und hast dann halt deine, also 90% der Zeit auf dieses, auf das Feld hier oben geachtet, was sich jetzt bewegt. Ich vergesse gerade, dass meines Zeigen nicht wirklich was bringt auf der Facecam. Wartet, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Und? Er bringt sie weg. Geil. Das war schon mal sehr, sehr positiv jetzt. Ihr seht noch, dass da so ein bisschen Rest-MS drin sind. Da sollten so zwischen, was steht hier, 10 und 5 MS. In diesem Zwischenbereich bewegt sich der Staging-Punkt. Bedeutet, wir sollten da noch ein bisschen was haben. Es fällt natürlich jetzt direkt aufs Kirby Space Program. Vorsicht da unten! Ja, aber es schaut wieder gut aus. Ja, und unsere Grafik-Mod macht auch Blödsinn. Ich glaube, da werde ich die in der Zukunft mal wieder austauschen. Aber da schauen wir mal, weil ihr seht schon, es schaut alles nicht mehr so schick aus, wie ich es mir erhofft habe. Ihr seht, alles läuft immer wieder jetzt gerade super. Jetzt gerade bin ich echt ein guter Dinge. Das ist auch das nächste Staging. Alles nach Plan läuft. Gefährlich wird ja eher dann das letzte Staging. Obwohl, das ist im Weltraum. Da wird das Ding einfach eh auseinanderfliegen. Wir schauen wieder auf unsere Höhen. Das ist nicht eigentlich der interessanteste Teil an der ganzen Sache. Zu gucken, wann wir da sind. Weil dann beginnt der, finde ich, schönste Teil, die Berechnung des Orbits. Hierbei versucht er ja zu berechnen, einen perfekten Orbit zu berechnen. Dafür gibt es ein extra Skriptmodul. Was ich jetzt nicht mehr auswendig weiß. Auf jeden Fall kannst du damit abfragen, ist das ein perfekter Orbit, ja oder nein? Und er gibt dir eine Zahl bis 0 aus. 0 ist ein perfekter Orbit. Und damit kannst du dann sagen, okay, wenn das 0 ist oder ganz nah an der 0 oder das nächste, was an der 0 ist, wenn es nicht mehr kleiner wird, die Zahl, die du machen willst, dann lass es. Und ja, ich finde das mega genial, weil du kannst echt viel machen. Und mein nächstes Ziel ist mit so einem Skript, also das ist erstmal hier verfeinern noch ein bisschen und dann Richtung Mann, Docking, Intercepting, Landing und jetzt das nächste Stage. Wie gut funktioniert das hier? Yes! Da war vorhin unser Problem und mit den Boostern haben wir es jetzt geschafft, dass wir sozusagen uns einen guten Abstand schaffen. Sie sind zwar nicht stark, aber sie tun halt trotzdem dieses in reinfallen verhindern, was normalerweise die Booster immer gerne haben, dass sie nach innen fallen. Und damit kannst du das jetzt gut verhindern. So, wie schaut's aus? Jetzt steigt er nicht mehr so schön rasant, aber wir haben noch 1300 MS hier drin. Ich habe die Angst, dass die letzte Stage nicht reichen wird, ganz ehrlich. Also nach dem aktuellen Stand haben wir 702 MS, wir brauchen normalerweise 1500 MS für den Orbit. Das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden, Jungs. Komm schon. Du kannst das. Auf wie viel sind wir? 35.000. Ja, da ist noch natürlich die Atmosphäre dementsprechend dick. Aber es läuft gar nicht so schlecht. Also, positiv sehen, es ist nicht allzu schlecht. Ja, man muss es auch immer wieder positiv sehen. Es ist halt wieder eine Rakete, die ein bisschen anders ist mit ihren paar tausend Tonnen hier an Rocketteilen drin. Aber wie gesagt, in den nächsten Raketen werden wir dasselbe Skript circa verwenden, einfach um den Orbit zu erreichen. Und danach das Manöver machen wir selber. Weil die nächsten Projekte sind ja dann, ich sag gerne, Nahrung hochbringen. Da können wir eigentlich in unsere alten Raketen verwenden. Dann natürlich die Forschungsstation muss dran. Und ein bisschen Lebensraum. Und dann muss das Ding hier arbeiten. Und zwar wie zack, zack, zack hier mit Volker Racho.
So, wie viel sind wir denn? 72. Ah, halber Tank, das ist unangenehm. Ich mag da nicht zugucken. Magst du das nicht? Komm schon. Du kannst das. 900 im Essen noch in der Stage. Hier haben wir noch 2000 MS drin. Ich überlege gerade, ob ich nachher sozusagen ein Detanking auf die Seitenstage mache mit dem Teil hier. Um noch ein bisschen Burn zu kriegen. Problem ist natürlich, die Dinger werden nachher nur noch eine Zündung haben. Das ist relativ eklig. Relativ gesagt, ne? So, aktuell schaut gar nicht mal so schlecht aus, wenn wir 1400 so circa kriegen. Und ihr seht, er kommt relativ gut runter. Schon bei 50.000. Also das Skript ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von meinem Skript? Ihr seht jetzt zwar nicht den Text, aber ihr seht ja, was es macht. Und ich glaube, das sagt mehr als jede Skriptzeile für euch. Weil ich mich teilweise selbst in den Textzeilen. Das ist dann nicht so cool. So, und wir haben gleich die 90 erreicht. Zack, und schauen wir, wie perfekt fast. Natürlich geht es noch ein bisschen runter, weil wir noch in der Atmosphäre sind. Aber wenn wir jetzt hier rausgucken, gleich wird was Tolles passieren. Gibt es jetzt ein bisschen Ruhe. Und dann kommt mein Lieblingsteil eigentlich immer. Jetzt hat. Seht ihr das? Er berechnet gerade. Er steht hier immer noch Rollover, weil ich habe dafür keinen Text geschrieben, weil ich es unnötig eigentlich fand. Und jetzt hat das berechnet. Nach ihm ist das der perfekte Orbit. Geht auf 90, 9, 3, 2 und hier bleibt auf derselben Höhe. Also es ist genau in den 90.000 Kilometern drin. 90 Kilometern drin. Es geht zwar von 90.01 circa bis 90.09. Aber es ist in den 90 drin und das würde ich fast, also mit viel Arbeit schaffen. Und jetzt sehen wir, okay, Delta V benötigt ist hier 12.000. Oder wir haben genug. Und wir haben eine Burndauer von 77 Sekunden. Und jetzt wird er bei der Hälfte von 77, also sozusagen, wenn die, der Punkt T bei 35, 38 Sekunden, circa 39 Sekunden ist, wird die Rakete anfangen zu burnen. Ihr seht schon, müsste sich echt langsam auch ausrichten. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon macht oder nicht. Aber auf jeden Fall beginnt dann der Burn. Was macht meine Rakete? Ich glaube, die ist heute ein bisschen überheblich. Raketos, mach was. Was ist heute ihr Ziel? Ich kann nicht, ich steuere noch nichts. Ich kann nichts steuern. Ich kann ihr Schiff. Warum? Gas geben. Irgendwas hat sie berechnet. Irgendwas anders wie sonst. Ah, weil sie wahrscheinlich nicht den Punkt erwischt hat, oder? Kann das sein? Wir haben zu wenig SRS drin. Okay, dann müssen wir es mal selber machen. Aborted System. Ist jetzt zwar schade, dass es nicht so funktioniert, aber ich glaube, weil halt nicht genug SRS vorhanden war, um den Punkt zu machen, wurde das die Idee gejettisoned. Und dementsprechend hat es nicht funktioniert, aber ja. Da seht ihr wieder, das ist ein Flaw von dem Skript gerade. Er erreicht den Punkt nicht, also gibt er kein Gas. Bedeutet, da musst du wieder überlegen, nehme ich mehr SRS-Stabilisatoren mit oder nehme ich mehr RCS mit? Alle solche Sachen, die man dann immer überlegen muss, was ich so richtig hasse teilweise. Und abdocken. Tschüss. Solange das Ding sich jetzt nicht umdreht und zu mir zurückkommt, bin ich happy. So, und jetzt ist er der langsame Part angesagt und wir sinken halt schon wieder. Das ist uncool. Also werden auch am Ende die Solarpaneele ausgefahren, die Antennen und alles.
Das wäre super cool geworden. Aber dann machen wir es halt jetzt per Hand. Ich hoffe, wir erreichen noch den Orbit einigermaßen. Weil es schaut schlimm aus gerade, eher gesagt. Ich glaube, ich hätte früher übernehmen sollen. Oder mehr SAS verbauen müssen, damit das Ding sich dreht. Ja, das wird nichts mehr, Freunde. Das wird nichts mehr. Der ist der Orbit im Arsch. Aber Leute, sind eh schon 25 Minuten. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir circa an derselben Stelle sind. Ich werde da wahrscheinlich wieder einfach wieder reinstarten, wenn wir beim Orbit-Manöver sind. Ich werde die Rakete ein bisschen modifizieren, damit sie den Move schafft. Also ich werde oben über noch SRS-Punkte hämmern wie sonst noch was. Vielleicht kriegen die ganzen Tanks auch noch ein bisschen mehr Treibstoff und alles. Funktioniert ja relativ gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.